Moin Moin, der große Rote hier und willkommen zurück zum nächsten Teil meines Total War Warhammer 3 Immortal Empire Guides. Und zwar zu den, ihr seht schon im Hintergrund, zu den fetten Ogern. Muss mich aber nochmal bedanken vorher, und zwar am 1.11. nehme ich das Video hier auf, hat mein YouTube-Channel 100 Abonnenten erreicht. Mensch, Mensch, dickes Dankeschön. Habe ich nicht erwartet, dass sich so viele Leute das antun. Voll regelmäßig antun. Finde ich richtig cool. Ja, gucken wir mal, ne? Wie viel war in den paar nächsten Monaten noch zusammenkriegen? Aber ja, auf jeden Fall Dankeschön. Ist wahnsinnig cool zu sehen, dass Leute das mögen, was man macht. Aber ja, kommen wir zu den Ogern. Was sind denn die Oger? Ihr seht es ja schon im Hintergrund. Der gute Speckus Goldzahn. Ja, sitzt auf seinem, tja, was sind das, Dreirad? Weil er zu fett zum Laufen ist. Ja, die Oger von der Lore her so ein bisschen vielleicht erstmal, sind quasi, ja, wie schreibt man das? Oger sind, ja, laufender Hunger, kann man sie beschreiben. Also vom Körperbau so mindestens 2 Meter, 2 Meter 10, da fangen so die kleinsten an. Ja, absolut riesengroß, die Dinger. Zwar nicht so groß wie Riesen, aber doch wesentlich größer als normale Menschen. Die Models sind dementsprechend auch groß, was auch Nachteile mit sich bringt, da kommen wir gleich noch zu. Und sie glauben quasi an den, ja, an den Schlund. Deswegen seht ihr quasi auch hier hinten auf den Einheitenkarten, seht ihr es schon, sie beschützen quasi ihren Bauch. Das heißt, das Wichtigste für einen Oger zu beschützen ist quasi der Bauch und da haben die diese Bauchplatten immer drauf. Ja, das sorgt halt dafür, dass meistens viele Oger quasi wenig gepanzert sind und dadurch gewisse Schwächen mitbringen. Aber sie glauben quasi an den großen Schlund. Den gibt es auch auf der Karte, wenn ihr zum Beispiel Goldzahn spielt. Den gibt's, den zeige ich euch dann auch. Gibt so ein richtig cooles, so ein riesiger Schlund, der so... Naja, wie so ein riesiges Maul, müsst ihr euch das vorstellen, mitten in so einem Gebirge drin. Das sieht wahnsinnig geil aus. Hat so ein bisschen WoW-alte Götter-Vibes. Ich glaube, in Drachenseele oder so bei WoW, da gab es auch so einen Schlund, wo man reinspringen musste und dann unten in so einem Verdauungstrakt kämpfen musste. Ich weiß gar nicht mehr. War das Drachenseele? Nee, ich glaube, es war WoTK. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Ja, Oger dementsprechend sehr hungrig. Die fressen alles, was bei dreinig auf dem Baum ist. Und sind quasi keiner, ja, keinem Pantheon zuzuordnen in dem Sinne. Also sie sind weder für das Gute noch für das Böse Pantheon zuständig. Immer in Anführungszeichen, ne? Weil Chaos ist ja nicht gleich böse, sondern sie haben einfach nur andere Ansichten. Aber es sind quasi Söldner. Die Oger kämpfen quasi für den, der am meisten Stuff rüberwachsen lässt. Sei es Glitzerkram, sei es was zu essen. Ja, aber wie gesagt, Oger fressen alles. Die essen sogar Untote. Da haben die kein Problem mit. Spachteln die weg. Die essen auch Geister und so einen Müll. Also, es gibt nichts Schlimmeres als einen hungrigen Oger. Ja, sonst klassische archaische Struktur, ne? Der größte, stärkste und fetteste gewinnt halt. Ja, und ihre Propheten quasi des Schlunds sind quasi die Fleischer, die die Nahrung zusammenhacken und daraus quasi, ja, ist dem großen Schlund opfern. Sehen wir gleich auch noch ingame, gibt da ein paar Mechaniken. Sind leider noch nicht so ganz ausgereift, die brauchen nochmal eine Überarbeitung. Aber vielleicht macht Creative Assembly das nochmal. Aber ich dachte mir, ich bringe mal so ein bisschen hier was Fancyes. Ja, dann gucken wir uns mal die Einheiten an. Da sehen wir auch gleich die größte Schwäche der Oger. Also einmal besitzt ihr nur eine Infanterie. Das sind die Gnoblas. Das sind quasi sowas ähnliches wie Goblins. Es sind keine Goblins, aber sowas ähnliches. Mit dem Speer in der Hand. Absolute Kanonenfutter-Einheit. Ihre größte Stärke im Early ist die 120 Models. Werdet gleich mal sehen, warum. Und die gibt es einmal auch in der Geschossausführung. In der Geschossausführung haben sie halt noch ein bisschen mehr Fernkampf. Aber naja, jetzt ja 15 Geschossstärke, 70 Reichweite.
eher nett, aber jetzt nichts besonders Großes. Und sie kommen noch mit einer Fähigkeit dazu, mit so Knoblerfallen, sollten sie im Nahkampf quasi angegangen werden. Setzen sie so ein paar Fallen, ne, halt Fallensteller, was halt so ein paar Debuffs mit sich bringt, Geschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit und Angriffskeit, Ansturmbonus, Angriffsbonus bei den Gegnern reduziert für 20 Sekunden und ein bisschen Schaden macht. Ist zu vernachlässigen, wenn da einmal Kavallerie oder Infanterie drin ist, ist halt einfach nur eine Billo-Einheit, die ein bisschen Fernkampfsupport liefert. Aber wie gesagt, eure größte Stärke der Gnoblers sind die Models, die 120 Model. Und zwar seht ihr schon die ganze Standard-Infanterie, in Anführungszeichen Infanterie, die monströse Infanterie der Oger, sind quasi auf sehr geringe Einheitenlimitierung begrenzt. Das heißt, die haben nur 18 Models mit gepaart sehr schlechten Verteidigungswerten, nur 30 Rüstung, wenig Nahkampfabwehr. Ja, die sterben euch wie die Fliegen weg. Also wenn ihr die alleine zum Beispiel in ein imperiales Regiment Schwertkämpfer oder so schickt, das schaffen die halt knapp nicht. Es ist halt Wahnsinn, wenn ihr gegen irgendwas schickt, was ein bisschen Rüstung hat und keine Ahnung, ihr schickt sie in Speerträger oder so rein, ja, Pustekuchen. Die sind halt wirklich sehr, sehr schlecht im Early alleine. Die brauchen halt wirklich Infanterie-Support. Sei dazu gesagt, Ogre Bullen, die normalen Ogre Bullen baut ihr wirklich nur, wenn ihr nichts anderes könnt, weil die sind echt shit. Aber gehen wir mal über die Werte rüber. Ihr seht schon, 30 Rüstung ziemlich wenig. Führerschaft ist sehr okay. Sind auch recht schnell für Infanterie mit 54. Ja, Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr. Halt sehr wenig. Was halt sehr raussticht bei den Ogern, ist die Waffenstärke. Ihr habt eine hohe Waffenstärke. Das ist natürlich. Also wenn es scheppert, dann scheppert es richtig. Ne? Stellt euch vor, so ein 2,50 Meter Ding mit einer Keule, die wahrscheinlich schwerer ist, als ihr selbst, euch auf einen prügelt. Ja. Römmelt. Das können sie. Auch einen ordentlichen Ansturmbonus. Kommt auch noch dazu, die Oger haben eine besondere Fähigkeit. Und zwar ist das der Ogerangriff. Diese Einheit verliert nur die Hälfte ihres Angriffsbonus, wenn sie Verteidiger in Defensivhaltung angreifen. Wenn Einheiten stehen bleiben, ein paar Sekunden lang, kriegen sie ja diesen Gewappnet-Perk. Und dieser Gewappnet-Perk sorgt halt dafür, dass sie weniger Schaden bekommen, wenn sie angecharged werden. Und das wird normalerweise, ne, wird's halt negiert. Und hier, glaube, es wird nicht negiert, ich glaube, ich wird auf ein Drittel runtergesenkt oder so. Nur dieses Abwehren, na, dieses Abwehren gegen Infanterie oder Abwehr gegen Groß sorgt quasi dafür, dass sie das quasi blocken. Ja, ihr seht es ja schon. Ogerangriff haben alle Oger, sorgt halt dafür einfach nur, dass ihr Ansturmbonus quasi nicht so gut reduziert werden kann. Das heißt, mit den Ogern, also mit der Ogereinheiten wollt ihr immer reinrennen, ihr wollt diesen Ansturmbonus ausnutzen. Ja, wie gesagt, die Ogerbullen baut ihr nur, wenn es nicht anders geht. Sonst setzt ihr bitte auf die Ogerbullen, also ne, es gibt ja immer noch ganz normale Säbelzahnrudel, das ganz normale Hunde. Ach ja, noch vergessen habe. Verursachen Angst, logischerweise, ne? Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Und sie haben Mauerbrecher. Fast alle Oger, ich glaube sogar alle Oger-Einheiten haben diese Mauerbrecherfähigkeit. Sie können quasi im Nahkampf Mauerstücke zerstören. Ihr könnt nicht nur das Tor aufkloppen, das Tor könnt ihr mittlerweile mit jeder Einheit aufkloppen, sondern ihr könnt quasi Löcher in die Mauer kloppen. Es ist lustig. Ja, Verstecken im Wald und Belagerungsangreifer. Ja, Säbelzahnrudel, eure ganz klassische Early Game Einheit, um Schützen auszuschalten. Ihr habt einen hohen Nahkampfangriff. Nahkampfabwehr geht so, aber es geht ja hauptsächlich darum, dass ihr Schützen ausschalten wollt oder sehr leicht gepanzerte Truppen, also Fernkämpfer. Jo, ihr habt auch noch Angst dazu. Ihr müsst aufpassen, ihr fallt in Randale. Das heißt, wenn die Säbelzahnrudel zu viel Damage auf einmal bekommen, können die in Randale verfallen, dann könnt ihr sie einfach nicht mehr steuern. Müsst dann einfach abwarten, bis sie wieder steuern können. Jo, Stecken im Wald. Sonst solide Werte, sehr schnell, wirklich gut, um Schützen auszuhebeln. Dann, was ihr, wenn ihr Early Infanterie baut, also wirklich so die ersten 5 Züge oder so, würde ich euch die Ogerbullen mit Doppelwaffen empfehlen. Ist quasi das gleiche Template wie die Ogerbullen. Na, ihr seht's hier. Was war denn hier? 30, 28, 26. 30, 28, 26. Das Schöne ist, die bringen eine Besonderheit mit. Und zwar bringen sie Bonus gegen Infanterie zu.
Das heißt, sie kriegen nochmal hier 12 Schaden extra drauf. Das heißt, sie kommen nicht mit 90 gegen Infanterie, sondern mit 102 gegen Infanterie. Das heißt, wenn ihr Truppen baut im Early, Ogre-Bullen mit Doppelwaffen sind dort wirklich die bessere Wahl. Sind zwar genauso squishy wie die anderen Ogre, nur sie haben halt den Vorteil, sie machen euch die Early-Game-Infanterie, gegen die ihr kämpft. Das sind ja alles leicht gepanzerte Truppen im Normalfall. Ihr kämpft hier am Anfang gegen andere Ogre und gegen Skaven, Orks und so ein Dreh. Ist alles sehr leicht gepanzert. Da sind wirklich die Ogre-Bullen mit Doppelwaffen doch schon einiges besser. Solltet ihr dann wirklich anfangen, so Runde, was ist das meistens, Runde 6, Runde 7 spätestens, werdet ihr Ogre-Bullen mit Eisenfäusten rekrutieren können und die würde ich euch dann auch ans Herz legen. Als Basis-Infanteriegruppe nehmen. Sie haben quasi fast die gleichen Werte. Sie kriegen Rüstung mit Schild und sie kriegen mehr Nahkampfabwehr. Das ist der größte Manko, den sie haben. Also einmal gibt es ein Schild. Das ist natürlich kein richtiges Schild, sondern sie haben quasi hier oben diese Eisenfaustfähigkeit. Die sorgt dafür, dass sie Hiebe und Geschosse abwehren können. Das heißt, es sind nicht die vollen 55% Schadensreduktion von vorne gegen Geschosse, sondern nur 30%. Aber es ist immer nett, das zu haben, weil die große Schwäche natürlich der Ogre ist natürlich Fernkampf. Sie haben wenig Rüstung, haben wenig Models, sind groß. Das heißt, sie sind meistens größer als alles, gegen was sie kämpfen. Das heißt, der Eigenbeschuss ist sehr gering und sie sind absolut anfällig gegen Musketen. Musketen haben normal oder alles, was keine große ballistische Flugbahn hat an Schützen. Eisenhagelschützen bei den bei Kassei-Musketen, bei den Menschen-Musketen, bei den Zwergen. Da sie größer als die eigenen Models sind, können die Musketen einfach hinter die eigenen Infanterielinien gestellt werden und über die eigenen Einheiten rüberschießen. Das ist quasi der größte Nachteil, den Musketen normalerweise haben, dass sie besonders positioniert werden müssen, um nicht in die eigenen Truppen zu schießen, weil Musketen halt keine ballistische Flugbahn haben. Ja, gegen Ogre braucht ihr die nicht. Ich sage euch, drei, vier Einheit Musketentrupps, die nehmen euch ganze Ogre-Armeen auseinander. Durch die geringe Rüstung, dann noch Armor Penetration Durchschlag, wenn da so eine Musketensalve reingeht, ist so eine Ogre-Bullen-Einheit fast tot. Also, ne? Das ist auch so ein bisschen der Nachteil, den ihr ausnutzen könnt, wenn ihr gegen Ogre spielt. Aber wie gesagt, der Schild ist sehr, sehr mächtig auf den Ogre-Bullen, vor allen Dingen, wenn ihr mit Skrak spielt, Skrak dem Schlechter, also dem zweiten Kommandant, weil der viel gegen imperiale Truppen am Anfang kämpfen wird. Und die haben halt diese Freischäler-Milizen, die halt wie so ein bisschen wie Musketen funktionieren und Armbrustschützen und Jäger. Das heißt, da ist viel Fernkampf da und da ein bisschen Rüstung zu haben und vor allen Dingen ein Schild zu haben, ist sehr gut. Und ihr kriegt ja auch noch mehr Nahkampfabwehr dazu. Das heißt, spätestens oder frühestens, wenn ihr anfangt mit Eisenfäusten wirklich hauptsächlich in eurer Armee zu spielen, könnt ihr anfangen, euren Knobler-Count zu reduzieren. Solltet ihr mit Ogre-Bullen und Ogre-Bullen mit Doppelwaffen haben, braucht ihr immer eine Knobler-Einheit quasi für jede Ogre-Einheit, die ihr reinschickt. Weil ihr müsst erst die Knobler-Einheit reinschicken gegen die gegnerische Infanterie. Wenn die beiden Infanteristen miteinander kämpfen, dann könnt ihr die Ogre-Bullen oder die Ogre-Bullen-Doppelwaffen hinterher schicken. Und dann sterben die euch nicht sofort weg, weil halt die vielen Models von den Knoblers den gegnerischen Damage tanken können. Ja? Das heißt, solange ihr die beiden Truppen spielt, müsst ihr ordentlich Knoblers mitnehmen. Ihr könnt auch zwei Bullen und einen Knoblers spielen. So als Tipp. Ich zum Beispiel spiele immer zwei Bullen, ein Knoblas, habe dann so 5, 6 Knoblas, habe so meine 10 Bullen und dann noch ein bisschen halt aufgefüllt, was man halt so Starter-Mails technisch hat. Ja, so spiele ich das immer. Aber wenn ich anfange, hier auf die Eisenfäuste zu gehen, kann ich Stück für Stück den Knobler-Counts reduzieren, weil sie mit 34 Nahkampfabwehr doch schon ein bisschen mehr aushalten. Es ist zwar immer noch schön, ein, zwei Knoblas mit dazu zu nehmen, aber sie können zur Not ab der Stufe auch schon alleine kämpfen, ohne Knoblas. Dann macht es halt dieser rohe Ansturm, macht es dann halt. Also 10 Eisenfäuste drauf machen durch die verbesserte Tankiness, ist das schon ganz nett. Dann eure Tier 3 Einheiten. Ab dem Punkt braucht ihr dann überhaupt keine Globbler mehr. Das sind eure Eisenwämste. Achso, ich gehe hier unten nicht auf die Fähigkeiten ein, weil es immer die gleichen sind.
bekommt ihr quasi die erste richtige gepanzerte Einheit. Ihr braucht, um die Eisenwärmste zu bauen, eine Stadt auf Stufe 3. Das ist noch eine Besonderheit bei den Ogern. Da komme ich in-game nochmal drauf zu sprechen. Die können nämlich, da funktioniert das ein bisschen anders bei denen. Aber ihr braucht eine Stadt bzw. eine Kaserne auf Stufe 3. Dann könnt ihr die Dinger bauen. Bringen 90 Rüstungs mit. Sie haben auch nur 12 Models. Das heißt, sie haben noch weniger Models als die normalen Ulger. Ne, die haben 18 Models. Die haben jetzt nur noch 12 Models, bringen aber wesentlich mehr Hitpoints mit. Fast ein Tausender Hitpoints mehr. Und ihr seht, ne, alle anderen Werte gehen halt auch hoch. Das Wichtigste ist natürlich, ihr bringt 90 Rüstung mit. Das heißt, den Schaden, den ihr bekommt, wird halt schon gut abgefangen. Und die brauchen halt keinen Support mehr, weil es quasi gepanzerte, monströse Infanterie ist, die auch ganz gut alleine auch gegen Mid-Game-Einheiten gut klarkommt. Gegen Endgame-Einheiten vielleicht sowas wie, sind nicht Außerkorne oder so heavy, so hart gepanzerte Endgame-Einheiten, da haben sie es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber alles so Mid-Game bis Early-Late-Game machen die Eisenwämser echt ziemlich platt, was euch auf dem Boden entgegenkommt. Ja, 90 Rüstung, 70 Führerschaft, also auch sehr stabil, was Führerschaft angeht, ne? 54 Geschwindigkeit haben sie fast alle. 36 Angriff und Abwehr, solide Werte. Das Schöne, was hier ist, sind 100 Waffenstärke mit rüstungsdurchbrechenden Schaden. Das heißt, ihr macht auch gepanzerte Einheiten, Kleinholz und der Ansturmbonus. Das ist eine sehr, sehr, sehr solide Einheit. Ist natürlich dementsprechend auch ein bisschen teurer, aber sexy. Wirklich richtig, richtig schöne Einheit, macht richtig Spaß zu spielen. Dazu zu gucken ist cool. Ja, dann gibt es noch eine andere Variante von den Einheiten, also von den von so Solo-Infanteristen, und zwar sind das Verschlinger. Verschlinger funktionieren ein bisschen anders. Das sind A, keine normalen Oger. Ihr seht schon, wir haben nur 9 Einheiten dabei. Das heißt, die, wenn sie Solo gespielt werden, sollte man sie auf, also immer mit Support irgendwie spielen, sie nie alleine rumrennen lassen. Weil ihr seht sie auch an den Werten schon. Sie haben nur 15 Rüstung, also noch schlechter gepanzert als eure normale Infanterietruppen. Sie haben eine sehr, sehr, sehr hohe Führerschaft, beziehungsweise sind unerschütterlich. Sie werden nie fliehen. Sie besitzen einen sehr hohen Nahkampfangriffswert. Nahkampfabwehr ist wieder ziemlich mau, was gepaart mit Rüstung macht sie sehr squishy. Aber sie haben 100 Rüstung, Armor Piercing Damage und Bonus gegen Infanterie. Das heißt, gegen Infanterie kommen sie nochmal auf 120 Waffenstärke. Das macht sie natürlich sehr, sehr stark. Wo haben wir es? Hier. Das ist das, was sie so mächtig macht. Es sind quasi Ogre-Assassins, müsst ihr euch vorstellen. Ihr müsst sie quasi so ein bisschen wie Assassin spielen. Sie sind Schleicher. Die können sich auf jedem Terrain verborgen bewegen. Das heißt, wenn eure Infanterie kämpft, versucht er sie am besten über die Seiten, über die Flanken reinzukriegen. Oder versucht irgendwo rumzuschleichen und Infanterie mit auszuschalten. Das ist, so müsst ihr sie quasi so ein bisschen spielen wie Assassins. Ja, wie gesagt, unerschütterlich. Sie wird niemals fliehen und hat keine Führerschaftsmali. Kriegt sie nicht. Dann sind sie Verschlinger. Diese Einheit gilt halt beim Zielen von Fähigkeiten als Verschlinger. Das ist wichtig für den Skrak hier, Ihmschen. Er bufft Verschlinger extrem. Das heißt, ich würde euch auch nur empfehlen, Verschlinger mit Skrak, dem Schlechter, zu spielen. Mit Goldzahn braucht er das nicht. Da gibt es bessere Alternativen. Skrak, der Schlechter, für den sind die Verschlinger-Einheiten. Nur für ihn. Wirklich, spielt sie nur auf ihm, weil er kann ihnen in seinem Baum nämlich noch Regeneration geben. Das heißt, er kann den Einheiten Regeneration geben und dann gleicht das so ein bisschen die Nachteile durch die geringe Defensive aus. Sind sehr, sehr, dann sind sie schon sehr, sehr ordentlich. Sie bringen noch Raserei mit, was nochmal Waffengrundschaden, rüstungsdurchdringenden Waffenschaden, Ansturmbonus, Nahkampfangriff und Führerschaft. Also Immun gegen Psychologie. Führerschaft ist höher als 50% des Grundwertes. Ihr habt ihr quasi permanent aktiv und die bringen halt auch noch Angst mit. Und den klassischen Mauerangriff. Den Ogre-Angriff haben sie nicht, da es keine richtigen Ogre mehr sind. Das sind quasi degenerierte Ogre. Ja, ihr seht es ja auch an den Tooltexten, könnt ihr euch hier mal durchlesen. Also die spielt hier entweder auf Skrak. Skrak bufft die ziemlich gut. Da sind die ziemlich mächtig auf Skrak. Oder sonst weiß ich nicht, ob man sie sonst überhaupt spielt, wenn nicht in Skraks Armee. Weil sie sind halt wirklich sehr squishy und sie müssen halt sehr situativ eingesetzt werden. Sie sind sehr gut darin, Infanterie zu schredden. Sie machen das noch besser als die Eisenwämste, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie
Vor allen Dingen durch ihre Rasereifähigkeit und dann später auch, also durch ihre Raserei und ihre Unerschütterlichfähigkeit, sind die absolut cool gegen Infanterie platt zu machen. Aber wie gesagt, sind halt noch squishiger als die normalen Ogre-Bullen. Muss man immer ein Auge drauf haben, und wenn sich dann so ein Trupp vollkommen umdreht und versucht, die auseinanderzunehmen, verlieren die auch mal schnell HP. Wie gesagt, spielt sie aufs Krag, sonst habe ich da die Finger von gelassen. Ja. Dann kommen wir quasi zur Endgame-Infanterie von den Ogern. Das sind die Vielfraße. Die gibt es in mehreren Ausführungen. Die guten Vielfraße. Das ist quasi eure, ja, was ist denn das? End-Mid-Game bis Early Endgame. So in dem Dreh fangen die Vielfraße an. Die Vielfraße haben, ja, im Gegensatz zu den Eisenhams, ihr seht schon, ein bisschen, paar mehr defensive Stats. Sie verlieren ein bisschen Rüstung, kriegen dafür 40 Nahkampfangriff, 42 Nahkampfabwehr, 110 Armor Piercing Damage, 50 Ansturmbonus. Hier unten ist auch alles das gleiche. Plus, sie sind immun gegen Psychologie, haben fast 7000 HP, sind also sehr beefige Nahkämpfer. Der Leck an Rüstung macht sie natürlich ein bisschen anfälliger gegen Fernkampf. Aber die höheren Nahkampfangriff und Nahkampfabwehrwerte lassen sie sehr solide Infanterie schlechter. Das ist so, was ihr anfangs so Midgame bis Endgame spielt. Die gibt es dann in drei verschiedenen Ausführungen. Es ist einmal die Basisausführung hier. Dann gibt es die ganze Sache einmal als Eisenfäuste. Das heißt, sie generieren wieder ein Schild. Ist zwar nur 30% der Schild, aber nur 30% Geschosse abfangen ist immer gut. Sie bringen ein bisschen mehr Rüstung mit, bringen ein bisschen mehr Nahkampfabwehr mit. Und ja, sonst ist einfach eine tankigere und beefigere Einheit als die Vielfraße. Ihr seht's, ne? Haben halt 8 Nahkampfangriff mehr und 10 Rüstung mehr. Die Vielfraße macht's das einfach noch mal ein bisschen solider. Und dann gibt's noch die guten. Ah, es gibt 4 Ausführungen von denen. Sorry. Eine habe ich übersehen. Vielfraße mit 2 Handwaffen. Da verliert ihr quasi den Schildbonus und bleibt bei den Verteidigungswerten, die ihr auch bei den Vielfraßen habt. Aber ihr kriegt einen ganz gewichtigen Bonus, und zwar kriegt ihr Bonus gegen Groß. Das heißt, ihr seht es hier hinten, ne? Bei der Waffenstärke gibt es nochmal 26 Damage mehr, wenn ihr gegen große Einheiten kämpft. Das ist nämlich das nächste große Problem, was ihr habt. Ihr habt keine Speerträger. Das heißt, die Vielfraße mit 2 Handwaffen, was absolutes Endgame. Ihr braucht ein Stufe 4 Gebäude, um die zu bauen. Ich glaube schon 4 oder Stufe 5, eins von beiden. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Können wir gleich mal in-game, also nächste Folge in-game gucken. Ihr habt so ein bisschen Leck an Anti-Groß. Das wäre quasi Infanterie-Base-technisch eure erste Anti-Groß-Variante. Ihr holt euch die Anti-Groß-Variante aber meistens von woanders. Aber ja, das wäre eure Infanterie-Variante für Anti-Groß. Und dann gibt es hier noch, weil wir bei den Monstern sind, haben die natürlich auch noch Monster. Und das sind die Steinjacks. Die gibt es auch in mehreren Ausführungen. Hier, das ist das normale Template der Steinjacks. Es sind quasi, ja, es sind keine Mammuts. Es ist aber, ja, so ein Mischmasch aus Mammut und Rhinoceros. Mit einem riesigen, wie ein Jack halt, ne? Wenn ihr mal angeht, ja, es ist halt, wie der Name so sagt, ist halt ein Jack. Müsst ihr mal googeln. Es sind, kommen im asiatischen Raum vor. Nur hier halt ein bisschen Fantasy-mäßiger aufgepimpt. Absolut geil, die Dinger. Sind halt große Monster. Dementsprechend, ne, haben hier auch Kollisionsangriffe. Führt zusätzliche Angriffe aus, wenn sie beim Ansturm mit Feinden kollidiert. Das heißt, es sind sehr starke Linienbrecher und Linien. Wirklich, also wenn die irgendwo reinrubbeln, da ist, ja, gut Nacht. Aber gegen Infanterie gedacht, ja, mit 110 Rüstung kommt ihr ins Spiel, 70 Führerschaft, 66 Geschwindigkeit, 40 Nahkampfangriff. Wie bei allen Monstern habt ihr wenig Nahkampfabwehr, müsst aber eine enorm hohen Waffenstärke mit 360 Rüstungsdurchbrechen, nochmal 20 Bonus gegen Infanterie, ein Ansturmbonus. Also ein sehr schönes Infanterie-Vernichtungsmonster, die Steinjacks. Ja, habt Mauerbrecher und Belagerungsangreifer, ihr habt die Funden wie alle großen Monster, ihr kommt mit 20% Geschossresistenz und ihr kommt mit Entsetzen und Angst dazu. Ja, und 7000 Hitpoints habt ihr auch noch. Ein sehr solides Monster. Kommen wir zur Kavallerie. Ihr habt erstaunlich viel Kavallerie-Auswahl. Das ist so eure Early Game-Kavallerie.
Kavallerie, wenn ihr nicht die Säbelzahne spielen wollt, das sind die Trauerfangreiter. Ihr seht auch hier wieder, Kavallerie bei den Ogre haben sehr, sehr wenig Models. Ja, was soll ich hier sagen? 5.500, fast 6.000 HP, Rüstung, Führerschaft, ihr seht's hier, ne? Ist halt so ein bisschen Early Game. Ihr habt auch mit 68 Ansturmbonus einen sehr, sehr schönen Ansturmbonus. Das heißt, ihr könnt ihr auch mit Hammer und Anvil spielen. Das heißt, ihr chargt rein in die Gegner, kämpft 10 Sekunden, geht wieder raus, wieder rein, wieder 10 Sekunden kämpfen, wieder raus, wieder reinchargen. Sehr solide Kavallerie. Bringt auch Armor-Piercing-Damage mit, was natürlich sehr schön ist, wenn man noch auf Eisenwämsen, auf den Ogerbullen Eisenfäusten spielen. Fehlt da so ein bisschen der rüstungsdurchbrechende Schaden. Da kann man zwei, drei Einheiten von der Trauerfang-Kavallerie mitnehmen. Ist eine solide Kavallerie, kann man immer von spielen. Ja, die gibt es jetzt in vielen verschiedenen Ausführungen. Einmal gibt es dann die Trauerfang-Kavallerie mit Eisenfäusten. Das heißt, die bringen noch mal mehr Rüstung mit und sie bringen ein Schild mit. Wieder diese Eisenfaust, also nur 30% Geschossresistenz. Sie bringen ein bisschen mehr Verteidigungswerte mit. Ihr seht es ja, ne? Mehr Nahkampfabwehr und mehr Schild bringen sie mit. Sonst ist alles das Gleiche. Und dann gibt es noch die Trauerfang-Kavallerie mit Zweihandwaffen. Das ist dann eher eure Midgame-Variante für Anti-Groß. Beziehungsweise eure Kavallerie-Variante für Groß, weil ihr wieder Bonus gegen große Feinde bringt. Und sonst ist es das gleiche Template wie die Trauerfang-Kavallerie, nur dass ihr Bonus gegen große Feinde gibt. Dann gibt es noch zwei weitere Varianten. Das ist quasi dann eure Endgame-Kavallerie. Also das ist wirklich schon Midgame hier, ne? Das sind wirklich schon Midgame-Werte, die Trauerfangreiter in ihren drei Varianten. Early Game ist halt bei euch Säbelzahnrudel. Und das ist hier Endgame, das sind die Quetscher. Einmal Quetscher mit Eisenfaust, ihr seht schon, ne? Die Werte werden langsam absurd. 130 Rüstung mit Schild, also sie sind extremst schwer gepanzert, mit 30% Damage Reduction von vorne, wenn Geschosse kommen. Führerschaft sind sehr hoch, Geschwindigkeit ist ordentlich fix unterwegs, könnte schneller sein für Kavallerie, also ist nicht ganz so schnell, wie man es gewohnt ist von Kavallerie. Ist mehr so eine, ja, es ist jetzt nicht langsam, aber ja, nicht die schnellste. Ist halt ein fetter Oger, der da drauf sitzt. Ist halt schwer. Ja, Nahkampfangriffswerte. Ihr seht hier Nahkampfabwehrwerte, also eine eher damage-orientierte Kavallerie mit 130 Rüstung und 80 Ansturmbonus. Also hier ist dann wirklich Hammer und Anvil angesagt. Rein, kämpfen, 10 Sekunden wieder raus, wieder rein. Ja, brachiale Infanterie-Vernichter-Einheit im Late Game. Ja, das Ganze gibt es dann nochmal als Zweihandwaffe. Dann gibt es nochmal Bonus gegen große Feinde. Sonst ist es das gleiche Template, nur halt habt ihr hier. Verliert ihr hier ein bisschen Verteidigung zugunsten von Bonus gegen Groß. Ja, das ist halt euer absolutes Endgame Kavallerie gegen Monster und die andere ist halt gegen Infanterie. Also ihr könnt die zwei Handwaffen auch gegen Infanterie, das ist kein Unterschied, ne? Auch wenn eine Kanonenkugel gut gegen ein Gebäude ist, wenn ich damit auf Spatzen schieße, hat das auch ihren Zweck. Der Spatz ist weg. Müsst ihr euch das vorstellen. Ja, dann kommt die natürlich auch noch, kriegen wir ein paar Fernkämpfer, so ein paar lustige Fernkämpfer mit den Ogerkönigreichen dazu. Einmal gibt es die Bleispucker. Und über die müssen wir jetzt mal ein bisschen reden. Also erstmal von den Werten her, Bleispucker in 12 Models. Na, ein bisschen Rüstung haben sie, Führerschaft okay, Geschwindigkeit, naja, nicht die schnellsten. Ist halt eine Art, ist halt eine, hier steht monströse Kanoneninfanterie, ist aber halt quasi, im Endeffekt ist es eine kleine Artillerie. Ja, okay, ein bisschen Nahkampf kann sie, aber sollte nicht in Nahkampf kommen, obwohl sie ordentlich Waffenstärke hat, aber ne, Nahkampf sollte sie nicht rein, vor allem hat sie wenig HP. Hier kommt es dann an. Munition, 20 Schuss, ist solide. Ihr habt mit 200er Reichweite, das heißt, ihr habt ein bisschen mehr als so normale Bogenschützen und so. Und ihr habt eine Geschossstärke von 85 mit rüstungsdurchdringenden Geschossen. Bleispucker sind so ein bisschen lustig. Bleispucker wären besser, je mehr ihr davon habt. So blöd wie das klingt, aber es ist wirklich so. Bleispucker sind quasi Oger, die Kanonen tragen. So müsst ihr euch das vorstellen, das sind auch von den Models her, haben sie halt so eine Kanone in der Hand und schießen halt. Das heißt, ihr baut die Kanone nicht auf wie normale Völker, sondern ihr tragt die Kanone einfach mit 12 Mann, seid eine 12-Mann-Einheit quasi, tragt ihr die rum. Bleispucker leiden am meisten unter den geringen Geschossschaden.
Das ist so ihr größtes Manko. Man erwartet immer so ein bisschen mehr von den Bleischmuckern, wenn sie anfangen zu schießen. Also ja, wenn sie jetzt auf Infanterietruppen zum Beispiel schießen, auf Knubbel, man sieht den Schaden, ja, aber man erwartet halt so ein bisschen mehr, wenn man so denkt, da ist so fucking Ogre und trägt eine Kanone mit sich. Das ist so das eine. Man halt erwartet halt viel. Man muss sie so ein bisschen, so blöd wie das klingt, als Support einsetzen. Man kann natürlich auch sie als Haupt-Damage-Dealer benutzen, ist schwierig. Einfach weil die Ogre durch ihre extreme starke Infanterie sehr viel bessere Varianten mitbringen, um Schaden an den Mann zu bringen. Weil das halt nur 85 Punkte Geschossstärke sind. Jeder Ogre macht halt mehr Damage. Das heißt, selbst eurer Level 1 Ogre hat halt eine Base-Stärke von 90 Waffenschaden. Das Ding hat halt eine Stärke von 85. Das heißt, es ist sehr wenig Schaden, den die quasi mitbringen. Aber es ist, sagen wir mal so, lustiger Schaden, weil diese Geschosse sind halt gut dafür geeignet, zum Beispiel Infanterielinien aufzusprengen. Weil das quasi wie kleine Kanonenkugeln sind. Das heißt, ich würde euch empfehlen, entweder spielt ihr so 4 Stück, das finde ich so den Sweet Spot. Dann sind sie wirklich gut, um als Support zu gelten. Und das Schöne ist, da die Ogre ja so große Models sind und nur so wenig Models sind und ihr ja meistens gegen Gegner kämpft, die Infanterietruppen von 80 Models plus haben, können die halt auch gut quasi von der eigenen, also hinter den eigenen Nahkämpfern positioniert werden und noch gut in die Gegner reinschießen. Da halt immer Lücken sind. Da schießen die halt dann quasi rein, da ihr quasi den Vorteil habt, was normalerweise Nachteil ist, dass eure Infanterietruppen so wenig Models haben. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ihr noch Knoblas spielt. Dann klappt das nicht so ganz. Aber ob ihr nun die Knoblas mit über den Haufen jagt, ist jetzt auch unwichtig. Auch interessant in dem Moment dann. Aber ihr könnt sie wirklich gut als Support benutzen. Ihr könnt sie aber auch, wenn ihr sagt, okay, scheiß drauf, ich will hier einen Damage-Ogre, einen Reichweiten-Ogre spielen und nehmt dann irgendwie 10 von den Bleispuckern mit. Und spielt dann quasi, müsst natürlich auch eure Helden dementsprechend draufskillen, auf den, ne, dass die Bleispucker mehr Geschossstärke, mehr Munition und so machen. Und spielt dann quasi damit und könnt dann die Geschossstärke so auf, was bufft ihr die denn? Auf 100 plus kriegt ihr sie hochgezogen. Auch mit Erfahrung und so weiter. Dann könnt ihr sie quasi auch, so lustig wie das klingt, sehr stark als Haupt-Damage-Quelle benutzen. Dann wechselt das so ein bisschen, weil. Diese, na das, wie erkläre ich das? Es ist quasi wie die schießen. Wenn die quasi in so eine Infanterietruppe reinschießen, schieben die quasi Models auseinander. Die machen so richtige Schneisen rein. Die werden zwar meistens größtenteils wieder aufstellen, aber dieses Schneisen reinschieben sorgt halt zum Beispiel dafür, dass die Infanterietruppen ein Stück langsamer werden, weil die Models aufschließen müssen. So müsst ihr euch das vorstellen. Und so könnt ihr quasi die ganzen Reihen auseinandernübeln. Ich würde euch aber empfehlen, also damit kann man hart aufs Maul fallen. Es gibt viele Armeekompositionen, die euch einfach auskontern. Zum Beispiel, wenn viele große Monster kommt. Ihr könnt zwar gut auf große Monster schießen, aber euch fehlt halt einfach der Damage, um wirklich große Monster effektiv rauszunehmen. In Kombination mit der geringen Reichweite im Vergleich zur Artillerie fehlt euch halt der Damage. Ich würde sie als Support spielen, spielt sie 2, 3 Einheiten, vielleicht auch 4, probiert es euch aus. Aber es gibt, naja, eine schönere Range Alternativen, meiner Meinung nach. Da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Ich bin normalerweise auch ein Artilleriespieler, aber sie machen mir halt einfach ein bisschen zu wenig Damage. Es ist halt, wenn ich dann halt so ein hier, sowas hier oder so Vielfraße rumrennen kann, das ist ungefähr so die gleiche Stufe, die man braucht, Ausbausgebäude. Entweder habt ihr Vielfraße drinne oder ihr habt halt Bleispucker drin, ja, dann nehme ich doch so ein Vielfraß mit. Der macht halt, ihr seht's halt, ne? Er macht halt überall mehr. Er ist tankiger, er macht mehr Damage. Ja, er hat den Range-Vorteil nicht, aber es sind halt auch nur 200 Meter. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine richtige Artillerie wäre. Probiert's euch aus. Eine andere Range-Alternative, die ich persönlich sehr gerne spiele, aber das ist quasi, da braucht das hier 5 Gebäude für, sind die Vielfraß mit Ogerpistolen. Das sind quasi, ja, sind Vielfraße, die eine Pistole in der Hand haben. Ist eine Hybrideinheit. Hier ist natürlich das Problem, ihr habt wieder die geringe Modelanzahl. Das heißt, euer Geschossschaden ist jetzt nicht unbedingt dafür da, eine große Anzahl von Truppen zu vernichten, sondern mehr, um punktuell an bestimmten Einheiten Schaden zu machen.
Ihr besitzt auch ein ordentliches Schwankel Munition. Sonst sind es die normalen Vielfraß-Template. Ne? Das ist alles wie bei den Vielfraßen. Plus ihr kriegt halt 140 Reichweite, 96 Geschossstärke mit. Ne? Ihr macht halt dann schon mehr Damage als die Hampelmänner hier. Seid auch 12 Models. Ihr habt nur 60 weniger Reichweite. Das ist halt so. Ja. Muss man halt so ein bisschen gucken, was man spielen möchte. Gut, die Ogerfraße Pistolen kommen auch viel, viel später. Das wäre quasi eure Early-Alternative, wären es die Bleispucker und dann könnte man auf die Ogerpistolen irgendwann auswechseln. Jo. Ihr habt auch lustig in Bewegung schießen. Das heißt, sie sind auch gut da drin, so Einheiten zu verfolgen und kaputt zu schießen. Weiß nicht, warum man denen das geben musste. Ich benutze die meistens nicht. Jo. Ich habe so zwei, drei Einheiten. Das heißt zwei, drei Einheiten. Normalerweise, wenn ich es mir später leisten könnte, habe ich davon, das ist meine Hauptinfanterielinie, die halt einfach zwei Schüsse oder so abgehen kann, bevor die Gegner drin sind. Dann sind es halt normale Vielfraße, die halt alles kaputt kloppen. Absolut cool. Ja. Dann gibt es hier noch einen Steinjack mit einer Harpunenschleuder. Das ist, ja, hier steht zwar Geschossmonster, aber das ist das Problem, wenn es Single-Target-Einheiten sind, die Geschosse haben. Ihr schießt sehr, sehr langsam und habt keinen hohen DPS. Das heißt, der ist wirklich nur gut, um jetzt extrem wichtige Ziele rauszunehmen. Mit 281 Geschossstärke und 250 Reichweite kann man auf einen Helden schießen, auf Single-Target-Monster schießen. Dafür kann man die benutzen. Und wenn ihr sie nicht mehr benutzen wollt im Fernkampf, naja, schickt sie halt in Nahkampf. Es ist halt ein ganz normales Steinjagd, nur plus Fernkampf. Das ist. Nur weil da Geschossmonster steht, heißt das nicht, dass das anfällig ist oder so im Nahkampf. Nee, das ist ein ganz normales Steinjagd, wie ihr sie hier bauen könnt. Nur dann halt mit einer Harpune drauf. So, dann kommen wir noch zu der Artillerie. Ihr habt tatsächlich zwei Artillerie-Varianten. Einmal sind es die Knobler Schrottschleudern. Ist eine Single-Target-Artillerie. Nicht zurückschrecken. Normalerweise bin ich kein großer Freund davon, aber diese Single-Target-Artillerie schießt. Ja, drei Geschosse. Es ist quasi eine Long-Range-Artillerie. Ihr seht es hier schon. Ihr habt noch ein bisschen Nahkampfwerte. Ihr seid recht mobil für eine Artillerie. Ihr habt auch hohe Rüstungswerte. Ein bisschen Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr. Keine Ahnung, warum das Ding 120 rüstungsbrechenden Schaden mit Bonus gegen Infanterie hat. Es ist quasi so ein bisschen wie ein Streitwagen. Kann man sich das vorstellen? Kann man das auch spielen? Würde ich aber nicht machen, weil das ziemlich schnell auseinanderfällt mit 16 Nahkampfabwehr, da trifft halt alles. Ja, ihr habt auch einen Ansturmbonus und so ein bisschen, aber das, was ihr quasi hauptsächlich eigentlich machen wollt, ist die Munition. 420 Reichweite. Hier größtes Manko, keine rüstungsdurchbrechende Geschossstärke. Das heißt, ihr habt zwar einen hohen Base-Damage, aber so wie da irgendwas auch nur ansatzweise mit Panzerung über die Ecke läuft, macht ihr keinen Schaden mehr. Das heißt, die Artillerie nehmt ihr mit, wenn ihr gegen Infanterie-Spam, gegen leichten Infanterie-Spam kämpft. Das wäre zum Beispiel bei Goldzahn, wäre das gegen Ogre, wenn sie mit den ganzen Boys kommen. Gegen die Untoten, gegen die Zombies, gegen die Skelette, gegen diese großen Massen. Gegen Nurgle ist er sehr gut. Gegen die ganzen Nurglinge und die. Ach, ich hab's doch gemacht. Wie heißen sie? Seuchenhüter. Also gegen diesen großen Infanteriestock, langsamen Infanteriestock. Sorgt dafür vielleicht, dass die Gegner knubbeln. Dann sind sie ganz okay. Aber so wie da auch nur irgendwas mit Rüstung rumkommt. Tauscht die Knobler Schrottschleudern aus. Das ist halt. Ja. Ist dann halt absolut nicht mehr gut. Es sind auch. Sie machen auch nicht viel Damage. Da könnt ihr euch gleich hinter die Ohren klemmen. Da steht zwar 331 Geschossstärke, aber das Problem mit Artillerie ist natürlich auf der einen Seite, ab 420 Reichweite kann man schießen, aber erst so ab 350 oder so trefft ihr auch wirklich was und macht Schaden. Und dann habt ihr das Problem, diese Artillerieeinheit kann nicht in eigene Truppenverbände reinschießen, da sie quasi drei Geschosse schießt, die quasi so einen kleinen AOE-Bereich immer abdecken. Wenn ihr damit versucht, auf eure eigene Linie zu schießen, macht ihr genauso viel Eigenschaden wie beim Gegner.
Also das ist keine gute Frontlinienunterstützung. Die ist wirklich gut. Versucht den Gegner irgendwo knubbeln zu lassen. Schickt vielleicht ein großes Monster rein, dass da mehrere Gegner drum rumknubbelt und dann deckt sie mit zwei oder drei von den Schleudern ein. Baut davon nicht so viel. Probiert's euch aus. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, weil einfach viel zu viele Stats meiner Meinung nach auf Nahkampfwerte verballert werden. Sowas wie halt 120 Punkte rüstungsdurchbrechenden Waffenschaden im Nahkampf. Müll. Warum das denn? Keine Ahnung, wer sich das wieder ausgedacht hat. Es sind wie die Kornkanonen. Die Kornartillerie lädt sich im Nahkampf nach mit Munition. Wer hat sich denn den Müll ausgedacht? Kann ich auch irgendwas anderes spielen? Dann spielst du halt ein Monster mehr oder so. Ja, was um einiges cooler ist, ist der Eisenspeier. Eisenspeier ist eine sehr, sehr, sehr schöne Artillerie. Wirklich, muah. Es ist natürlich eine Belagerungsartillerie. Das heißt, gegen laufende Ziele ist es nicht so berauschend. Ihr habt auch eine dementsprechende Nachladezeit. Ihr habt 16 Sekunden Nachladezeit. Schießt aber 5 Geschosse. Nicht eins, sondern 5 Geschosse. Das ist natürlich sehr schön. Ihr habt auch hier wieder ziemlich viel auf Nahkampfwerte investiert. Das ist mir aber egal bei einer Artillerie, weil ich jetzt Artillerie spielen will. Da kommt ihr mit 380 Reichweite und 879 Geschossstärke plus Rüstungsdurchbrechen plus abspaltende Attacken. Das heißt, solltet ihr damit einen Gegner treffen, verliert der Gegner 30 Rüstung. Diese Artillerie-Eisenspeier in Kombination natürlich mit den Bleispuckern ist natürlich sehr schön, weil 30 Punkte weniger Rüstung sorgt halt einfach dafür, dass sie mehr Damage bekommen, weil jeder Rüstungspunkt quasi Fernkampfschaden reduziert. Natürlich eine sehr schöne Sache. Und es ist auch eine schöne Sache, die man benutzen kann, bevor der Ansturm kommt. Das heißt, wenn ihr aufs quasi der Gegner jetzt rankommt mit einer stark gepanzerten Einheit, ihr beschießt das so im Close Combat und dann lasst ihr quasi einfach eure Infanterie draufstürmen und diese gebrochene Rüstung hält für 10 Sekunden. Das heißt, wenn ihr quasi die Rüstung reduziert und dann eure Ogre draufstürmen könnt, so 5 Sekunden Ansturmphase, habt ihr immer noch 5 Sekunden, wo der Gegner weniger Rüstung hat. Und das ist natürlich bei diesen Ogre-Einheiten, die sind extrem, ne? So hier viel Phrase, die einen extrem Waffenstärken, also einen extrem hohen Schadensoutput haben, ist natürlich dann noch geiler, wenn sie noch weniger Rüstung haben. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Einheit, die Eisenspeier. Durch die 5 Geschosse kann sie auch sehr solide benutzt werden, um auf Infanterie-Knobel zu schießen, aber hier bitte wieder der Disclaimer, ne? Das ist eine Belagerungsartillerie, das heißt, sie schießt langsam, Genauigkeit ist nicht so ihr Ding auf belegene Einheiten, weil sie eigentlich dafür ausgelegt ist, auf so einem blöden Turm zu stehen, der nicht weglaufen kann. Aber wenn ihr Artillerie Long Range spielen würdet, spielt ihr Eisenspeier und lasst die Finger von den Knoblauch-Schrottschleudern. Ich bin da kein Freund von. Oder spielt halt mit den Bleispuckern als Support. So. Dann kommen wir nochmal zu den Helden. Ihr habt ein paar Magieschulen, habt ihr natürlich auch. Bei euch heißen die guten Herren Fleischer. Das sind eure Magier. Ihr habt ja einmal die Wild. Dann habt ihr Fleischer des großen Schlund. Das ist eine eigene Magieschule für die Ogre. Das ist eine schöne Magieschule, die Damage-Spells, Support-Spells und Heilungs-Spells miteinander kombiniert. Kann ich nur empfehlen. Absolut geil, die Schule. Und den guten Feuerbauch. Das ist quasi eure. Das ist quasi ein Feuermagier plus ein guter, recht solider Nahkämpfer. Ihr seht es ja heute auch schon, ne, von den Werten. Ist bei den Fleischern halt auch so, ne? Die bringen halt immer, dass Ogre sind, auch wenn sie Magier sind. Sie haben zwar wenig Rüstung, bringen aber solide Nahkampfangriff, Nahkampfabwehrwerte, bringen Waffenstärke mit, Rüstungsdurchbrechen, Waffenstärke. Also, sie bringen halt, obwohl sie quasi Magierhelden sind, immer noch ein bisschen Nahkampfpotenzial mit. Die sind halt immer ein bisschen squishiger, ne? Weniger Rüstung haben sie halt, aber. Absolut cool. Der Feuerbauch bringt auch noch ein paar Spezialfähigkeiten mit, wie hier Feuerspeien. Da kann so Geschosse, Feuergeschoss spucken. Ihr könnt hier einmal so eine Inkarnation des Feuers aktivieren. Da könnt ihr euch quasi, hat zwei Einsätze, könnt ihr euch quasi Nahkampfschadensreflexion geben. Ist auch mal sehr nett. Und dann habt ihr auch noch eine Eruption. Das ist quasi ein Explosionsspell, der ein bisschen Damage macht. Natürlich kein rüstungsdurchbrechender Schaden, da Feuerschaden. Aber ja, bringt dann noch so ein paar Bonussachen mit. Und ihr habt lustigerweise eine 40% Feuerresistenz, die ihr noch weiter hochstecken könnt. Das heißt, ihr könnt sehr, sehr stark immun gegen Feuer, gegen Feuerschaden machen. Auch wenn das eher selten der Fall ist, dass man das so hart braucht. Jo. Dann habt ihr noch einen Jäger.
Das ist quasi euer Geschoss-Spezialist. Ja, ist nett, nimmt man mit. Der wird später aber erst gut, weil der später auf einem Jak sitzt. Also der ist so mit Level, oh, was ist das? So Level 16, 17, 18, so in dem Bereich kriegt er seinen Steinjak. Dann ist er erst wirklich gut. Vorher ist er halt, boah, ihr seht's ja halt, ne? 300 Punkte Waffenstärke, Geschossstärke mit Bonus gegen große Feinde. Das heißt, es ist ein sehr starker Single-Damage, Held, um halt sowas wie große, sowas wie ein Riesen, wie ein Drachen oder sowas rauszunehmen. Dafür sind die sehr gut im Fernkampf geeignet. Das ist natürlich wieder ein Ogre, hat auch dementsprechende Nahkampfwerte und hat ja auch Bonus gegen große Feinde. Bringt ein paar Boni mit. Er hat so einen verkrüppelten Wurf, was quasi Fernkampfschaden macht. Braucht halt eine Sichtlinie zum Ziel, sorgt halt für Nahkampfabwehrreduktion und Geschwindigkeitsreduktion für 30 Sekunden. Ist natürlich ein sehr schöner Spell, wenn ihr das kombinieren könnt mit Fernkampfbeschuss oder mit dann direkt im Nahkampf. Durch die verringerte Nahkampfabwehr hat auch einen hohen Schaden. Gute Dreiviertel Rüstungsdurchbrechender Schaden. Ist ein schönes Ding. Dann hier so die Standardsachen, die Helden halt alle mitbringen und den Ogre. Ihr Helden hat dann auch Einzelgänger. Das ist ziemlich lustig. Er wird stärker, wenn er keine Verbündeten in Reichweite hat. 30 Meter. Dann kriegt er Geschwindigkeit und Führerschaft dazu. Ja, ist halt ein Jäger, ne? Jagen halt alleine. So Standardsachen. Ja, ihr könnt natürlich auch bei den Kommandanten eure Zauberer quasi als Kommandanten nehmen. Ne? Gibt einmal Bestien, großer Schlund als Zaubervariante. Quasi euren Lord als Magier rekrutieren. Dann gibt es noch natürlich Skrak und Goldzahn. Das sind die beiden legendären Kommandanten. Da kommen wir dann aber später drauf. Und eure Standardvariante quasi eures Kommandanten oder eure Infanterie-Variante, der bekommt auch keinen Mount oder sowas, ist der Tyrann. Ist ein ganz klassischer Nahkampflord. Ne? Ihr seht ja die Werte mit ein paar Fähigkeiten. Ja, Feindesjäger kann man halt später freischalten. Ja, dann haben wir hier Arschpuster, was die Führerschaft reduziert im Umkreis und Zwischenmahlzeit, was ihm halt Regeneration gibt. Das sind aber beides Fähigkeiten, glaube ich, die man erst freischalten muss. Ja, sagt Angst. Ganz klassischer Nahkampflord. Ziemlich beastie, ziemlich tanky. Gegen die Dinger zu kämpfen ist immer nicht einfach, wenn man kein Armor-Piercing-Damage dabei hat. Die können echt ordentlich austeilen und aushalten. Vor allem mit der Regeneration später sind die echt gut. So. Aber das soll's zu den... Ach nee, halt. Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns natürlich noch die Magieschule an. Und zwar da. So. Wie gesagt... Bisschen Buff, Debuff, Heilung und Damage. Hat so ein bisschen was von allem. Wir haben hier einmal einen Debuff-Zauber, was die Führerschaft einer einzelnen Einheit reduziert vom Gegner um 16 Punkte. Ist halt für 4 Magie sehr billig, um vielleicht schon angeschlagene Infanterielinien aufzulösen. Dann gibt es einen Buff, was einfach eure Einheiten bufft, auch sehr billig, mit rüstungsdurchdringender Waffenschaden, 25% Nahkampfangriff. Ist natürlich für Ogre richtig geil, da die sowieso schon so viel Schaden machen und dann noch mehr Schaden obendrauf. Also, ja. Ihr habt dann irgendwie, wenn ihr den Buff macht, irgendwie 130, 140 Waffenstärke, Nahkampfangriff mit den Waffenstärke später mit den. Quatsch, wir sind ja Nahkampf. Wenn er dann irgendwie 60, 70 Punkte Nahkampfangriff mit den Vielfraßen habt, ey. Ist egal, wie viel Nahkampfabwehr der Gegner hat, Alter. Ihr betzelt euch da nur durch. Ist ganz nett. Ist cool für Single Target. Vor allem halt auch gut für eure Steinjags oder für eure Lords. Kann man sehr viel mit anmachen. Dann kommen wir hier zu einem Felsenhabber. Das ist ein AOE-Spell. Also die beiden waren Single Target. Das ist AOE. Gibt euch 30 Rüstung und 22 Geschossresistenz. Können wir mal gucken, ob die Werte höher werden. Nur der geringe Effektdauer. Ist schon ein bisschen teurer, aber ist halt auch ein AOE-Spell. Ist natürlich sehr schön, die Rüstung und Geschossresistenz, wenn ihr gegen Fernkampf-Fraktionen kämpft, hilft das natürlich sehr stark, um zum Beispiel den Ansturm, wenn ihr dort quasi beschossen werdet, das zu verringern, den Schaden. Oder wenn ihr kämpft und gerade nicht rankämpfen könnt an die gegnerischen Einheiten, ist das natürlich sehr gut. Aber auch im Nahkampf, 30 Rüstung mehr bei euren Squishy-Ogern ist das immer gut, wenn die ein bisschen tankiger werden. Nie schaden. Jo. Dann haben wir den ersten coolen Damage Spell. Ich finde ihn absolut cool. Einer meiner
Lieblingsspells bei der Schule. Ist ein bisschen teuer, wenn er ihn overcastet. Ihr seht schon, normalerweise kostet er 10 mit 50% rüstungsdurchbringenden Schaden. Ihr könnt es overcasten, dann kommt er auf 66% rüstungsdurchbringenden Schaden. Also es ist eine sehr, ihr seht schon, ein sehr kleiner Wirkungsbereich. Aber es ist ein Spell, der sehr gut gegen bei der Belagerung benutzt werden kann. Da er auch auf Mauern gecastet werden kann. Und wenn irgendwo was knubbelt und ihr das Ding reinhaut, es tut wirklich weh. Sie haben ihn schon genervt. Zu Release war er noch OP. Ich glaube, da war er bei 100% Armor Piercing Damage. Da hat der Zwerge auseinandergeruppt wie, ja, keine Ahnung, wie ein Hurricane in den Wald oder so. Also da überhaupt nichts zu lachen. Aber selbst mit 50% Armor Piercing ist ja immer noch ein richtig guter, punktueller Damage Spell. Das ist richtig cool. Ja. Dann kommen wir zu eurem Highspell. Das sind die Trollgedärme. Die Lebenspunkte wiederherstellen. Sogar ziemlich viel. Auf eine Einheit. Und zwar 0,8% für 40 Sekunden. Das ist natürlich am effektivsten auf euren großen Einheiten. Also auf euren Jaks zum Beispiel oder Helden. Ihr könnt es aber natürlich auch auf Infanterie setzen. Hier sei aber angemerkt, der Spell stellt keine verlorenen Models wieder her. Das heißt, wenn ihr das auf Infanterie spielt, werdet ihr höchstwahrscheinlich, wenn ihr mit ihr nicht kämpft, sondern sie beiseite gestellt habt, nicht alles ausschöpfen können. Weil er halt so lange geht und so viel prozentual wiederherstellt, ist das wirklich ein Spell. Den könnt ihr quasi, weiß nicht, ihr stürmt rein in die Frontlinie. Eure vier Fraße zum Beispiel, die kämpfen dann. Ihr seht, aha, scheiße, der Gegner macht doch ein bisschen mehr Damage als gedacht. Ich hau den Spell drauf. Dann halten die halt doch ein bisschen länger durch in dieser Zeit. Aber stellt halt keine Models wieder her. Da müsst ihr dann denken. Das ist bei euch vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, da ihr halt so wenig Models habt. Sollte ein Model sterben, gehen natürlich auch die Max-HP, die dieses Model mitbringt, von eurem Heilungspool weg. Oh, sorry, da war der Malz hier, ey. Dann kommen wir zu eurem, ja, wenn es mal ein bisschen mehr Bums sein soll. Ihr seht es da schon im Hintergrund. Der Schlund. Ja, das ist quasi euer Äquivalent zu einem Malstromzauber. Ihr habt 33% Rüstungsdurchbrechung damit. Das heißt, ja, eher gegen mittlere gepanzerte Einheiten. Leichte Truppen einsetzen. Gegen große Knobel einsetzen. Ne, er hat eine riesige Effektreichweite. Ist quasi euer Äquivalent eines Malstromzaubers. Macht halt einfach Boom in dem großen Bereich. Das ist die Magieschule. Cool. Boah. Das war dann einmal die Einheiten und die Magie der Oger. Nächste Folge gucken wir uns die Startposition von dem guten Speckus Goldzahn an und gucken uns dann auch seine Spielmechaniken an, der Oger. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein und bis dann.